EA Bone Productions. EA Pro Productions liest Paul Heise in der Geisterstunde und andere Spukgeschichten. Heute Martin der Streber aus dem Jahre 1892. Zu den Stammgästen, die sich zweimal wöchentlich am Honoratiorentisch des Gasthofs zur Blauen Traube zu versammeln pflegten, war heute ein fremder Gast hinzugekommen. Ein ernsthafter junger Herr, der, obwohl er die Mitte der 20er noch nicht überschritten hatte, mit gereifter, auffallend selbstgewisser Würde auftrat und ohne Verlegenheit am Gespräch der älteren Herren teilnahm. Der Stadtpfarrer, ein trefflicher, bei alt und jung beliebter Mann, hatte ihn eingeführt und als seinen Schwestersohn, den Kandidaten N., vorgestellt, der soeben seine Examina rühmlich bestanden habe und gekommen sei, um sich nun auch von dem alten Oheim auf den Zahn fühlen zu lassen. Dieser hatte schon früher mit einigem Familienstolz von dem Neffen gesprochen und des guten Rufes gedacht, den das hoffnungsvolle junge Kirchenlicht um sich verbreitet habe. Nun aber, da der so gut Empfohlene in Person sich eingestellt hatte, war dem jovialen alten Herrn, der sonst den vertrauten Kreis durch seine gute Laune belebte, eine gewisse Verlegenheit anzumerken, die ihn zerstreut und einsilbig machte. Der Grund blieb nicht lange verborgen. Das Städtchen, das sonst nicht zu den ansehnlichsten des Landes zählte, hatte das Glück, unter den Männern, die sein leibliches und geistiges Wohl behüteten, wohl ein Dutzend aufgeweckter Köpfe zu besitzen. Leute von klarem Blick und gesunder Lebenserfahrung, mit mancherlei Interessen, die in kleineren Verhältnissen sonst leicht verkümmern. So pflegte denn die Unterhaltung an diesem Stammtische sich nicht, wie andernwärts üblich, nur um Kirchtumsfragen und kleinen Klatsch zu drehen oder in öde Kannergießerei auszuarten. Fast alle Teilnehmer hatten ein Stück Welt durchfahren, ehe sie hier in bescheidenen Ämtern und Berufen vor Anker gingen, und einige witzige Köpfe, der Stadtrichter, der Rentamtmann, der Apotheker, nicht zuletzt der Herr Stadtpfarrer selbst, sorgten dafür, dass den soliden Debatten auch die Würze des Humors nicht fehlte. Wer fremd in diese Gesellschaft eintrat, pflegte den ersten Abend genug mit Zuhören und Lachen zu tun zu haben, um mehr als ein gelegentliches Wort dazwischen zu werfen. Der junge geistliche Herr aber schien es als seine Aufgabe zu betrachten, gleich am ersten Abend über seine Gaben und Tugenden und seinen Beruf zum Seelsorgeramt keinen Zweifel bestehen zu lassen. Der Apotheker hatte ein lustiges Geschichtchen zum Besten gegeben. Vor etlichen Tagen war eine Frau zu ihm gekommen mit der Frage, ob er ihr nicht ein Mittel gegen das Träumen zu geben wisse. Sie sei in eine andere Wohnung gezogen und habe gleich am ersten Abend geträumt, sie sei gestorben und in den Sarg gelegt worden, habe aber ihr Bewusstsein behalten. Da seien durchs offene Fenster Bienen hereingeflogen und hätten sich auf ihren Leib gesetzt, so dass sie überall schmerzhafte Stiche empfunden habe, doch ohne sich wehren zu können. Als sie dann aufgewacht, habe sie nur allzu deutlich die Spuren des Traums an ihrer Haut wahrnehmen können. Ähnlich in der nächsten Nacht. Da sei sie aber nicht nur lebend, sondern in solcher Jugend und Schönheit unter einer Schar guter Freundinnen herumgewandelt, dass alle sie von Neid und Eifersucht angeblickt hätten. Auf einmal sei der ganze Schwarm auf sie eingedrungen, mit Nadeln bewaffnet, die sie ihr ins Fleisch bohrten, um sie aus der Welt zu schaffen. Darüber sei sie dann aufgewacht und habe wiederum die Stichmale deutlich an sich vorgefunden, ob er ihr nicht dagegen helfen könne. »Ich blieb ganz ernsthaft«, berichtete der Apotheker, »ließ mir einige der im Traum erhaltenen Wunden zeigen und erklärte dann der guten Dame, dagegen gäbe es allerdings ein Mittel, das ich ihr in einer Pulverschachtel vorwies. Ob sie es in Wasser oder in Obladen einzunehmen habe, es sei nur zum äußerlichen Gebrauch bestimmt. Sie müsse damit vor dem Schlafengehen ihr Bett bestreuen, dann werde sie vor Bienen und Nadelstichen Ruhe haben.« 4 Tage hörte ich nichts mehr von meiner Träumerin. Endlich erschien sie wieder und erschöpfte sich in Danksagungen. Das Mittel habe prächtig geholfen. Nun sei aber leider die Schachtel leer, und sie bitte um eine neue Portion des kostbaren Arcanums. Ich war jetzt ehrlich genug zu gestehen, dass die Schachtel nur persisches Insektenpulver enthalten habe, dass ich ihr aber für die Zukunft raten möchte, die neue Wohnung gründlich zu reinigen und alle Möbel untersuchen zu lassen, um die bösen Traumgeister ein für allemal zu vertreiben. Man lachte über das Hysterchen, und auch der junge Kandidat ließ sich zu einem mitleidig überlegenen Lächeln herab,
das mehr der Gesellschaft galt, die sich an einen so billigen Spaß ergötzte, aus der Beschränktheit jener Frau. Als noch einer und der andere aus seiner Bekanntschaft mit dem geringeren Volke Beispiele von abergläubischen Träumen mitteilte und zuletzt die Bemerkung fiel, Träume kämen nicht immer, wie die gemeine Rede gehe, aus dem Bauch, sondern jeder Teil unseres Körpers könne den Anstoß dazu geben, fühlte sich der Gast gleichsam verpflichtet, dem Gespräch einen höheren Schwung zu verleihen und äußerte in seiner milden und doch überaus sicheren Art, er habe eine höhere Ansicht von der Natur und dem Wert der Träume als jene materialistische. Für ihn seien sie eine der wertvollsten Bürgschaften für die Göttlichkeit und Unvergänglichkeit der Seele, die sich im Schlaf von den Störungen der Zeitlichkeit befreit, ihres ewigen Ursprungs erinnere und in Ahnungen und Gesichten den Schleier lüfte, der dem irdischen Menschen das Jenseits verhülle. Auf diese feierliche Äußerung blieb es in dem befreundeten Kreise stockstill. Nur der Stadtpfarrer hüstelte, als sei ihm der Rauch seiner Zigarre auf die Brust gefallen, und rückte unruhig auf dem Stuhl hin und her. Sein Neffe aber, der dies Verstummen zu seinen Gunsten auslegte, als ein Zeugnis für den tiefen Eindruck, den seine idealere Anschauung auf diese wackeren, aber etwas vulgären Weltmenschen gemacht, fühlte sich dadurch angeregt, in demselben Tone fortzufahren. Er erzählte, dass er schon als Knabe ein Streben nach höherer Erkenntnis gefühlt habe, und wenn er sich recht schmerzlich der Schranken seiner Menschlichkeit bewusst geworden, fast immer durch verheißungsvolle Träume getröstet worden sei. Nun erzählte er einige von diesen mit solcher Geläufigkeit, dass der Verdacht nahelag, es sei nicht das erste Mal, dass er mit solchen Offenbarungen eine andächtig lauschende Zuhörerschaft erbaue. Und zumal vor schwärmerisch gläubigen Frauen und Jungfrauen musste er damit Glück gemacht haben, da es in diesen fast mit dichterischer Kunst komponierten Nachtgesichten von verklärten Gestalten, Engeln und Erzengeln wimmelte und zum Schluss fast immer der ganze Himmel in glänzender bengalischer Beleuchtung aufflammte. Besonders rührend und wirkungsvoll stellten sich die ehrwürdigen abgeschiedenen Seelen seiner Eltern dar. Er hatte sie nur als Kind gekannt, aber sie waren mit ihm geistig verbunden geblieben, und seine gute Mutter nahm die Gelegenheit wahr, dem einzigen Sohn allerhand weise Lehren und einen Vorgeschmack jener höheren Erkenntnisse zu geben, nach denen den jungen Theologen so begierig verlangte. Beim Erwachen freilich war dieser Teil der übersinnlichen Erlebnisse seinem Gedächtnis wieder entschwunden. Der irdische Geist fasst ja nicht, was höher ist als alle Vernunft. Nur ein Nachgefühl überschwänglicher Seligkeit verbürge ihm, dass solche Träume mehr als Schäume waren. Er hatte sich bei der Schilderung jener himmlischen Erscheinungen so in Eifer geredet, dass sein hübsches rosiges Gesicht glühte und seine Vergissmeinnicht-Augen leuchteten. Den weiblichen Mitgliedern seiner Gemeinde musste er in solch erhöhter Stimmung unwiderstehlich erscheinen. Hier aber, am Tisch der Männer, begegnete er einem hartnäckigen Stillschweigen, das ihm selbst auf die Länge nicht ganz geheuer vorkam. Auch sah er um den Mund des Apothekers ein paar verdächtige, ironische Blitze zucken und den Rentamtmann, der vorhin alle Träume aus dem Nachtessen hergeleitet hatte, die breiten Schultern in die Höhe ziehen und den Kopf hin und her wiegen, wobei er ein wunderliches Knurren hören ließ, wie eine große Dogge, der man ein ihr nicht zusagendes Futter in den Trog geschüttet hatte. Um einer zweifelsüchtigen Kritik seiner erbaulichen Mitteilungen zuvorzukommen, was er bisher noch niemals nötig gehabt hatte, wandte der sonderbare junge Schwärmer sich an seinen Nebenmann zur Linken und sagte: »Haben Sie niemals ähnliche nächtliche Offenbarungen erlebt, Herr Stadtrichter? Mag auch mein Beruf mich besonders dafür begabt und empfänglich machen, ich sollte doch meinen, niemand, selbst nicht dem Ungläubigsten, könne die Gnade einer solchen Erleuchtung völlig versagt sein.« »Zu meinem Bedauern, werter Herr«, versetzte der Angeredete, »muss ich gestehen, dass ich überhaupt niemals träume, oder vielmehr ohne Bedauern, zu meiner Beruhigung. Denn da nach Ihrer Vorstellung ein jeder die Sorgen und Freuden seines Berufes auch in seinen nächtlichen Seelenzustand mit hinübernimmt, was würde für mich verstaubten Aktenmenschen dabei herauskommen, als dass ich mich auch im Traume mit all den leidigen Dingen, Verbrechen und sonstigen Menschlichkeiten herumschlagen müsste, die mir über Tag in meinem richterlichen Geschäft zu schaffen machen? Mir würden höchstens abgeschiedene Spitzbuben, Brandstifter und Raubmörder begegnen, die mir schwerlich einen Blick in höhere Erkenntnisse öffneten, zumal sie, wie es heißt, nicht in die oberen Regionen übersiedeln, sondern an gewissen niederen Orten ihre irdische Strafzeit fortsetzen.
Aber wenn Sie mich darum für einen Ungläubigen halten möchten, wären Sie sehr im Irrtum. Auch mir, mein werter Herr Kandidat, ist einmal eine, wie Sie es nannten, nächtliche Offenbarung zuteil geworden, und ich habe lange darüber nachgegrübelt, was es damit für eine Bewandtnis gehabt haben möge. Wenn die Herren nichts dagegen haben, möchte ich das seltsame Abenteuer Ihnen mitteilen. Alle am Tisch gaben eifrig ihre Zustimmung zu erkennen. Einige stießen einander an und warfen sich heimlich vergnügte Blicke zu. Denn der Sprecher war wegen seines sarkastischen Humors und seiner Kunst zu erzählen bekannt, und man hoffte, er werde dem hochtönenden Neuling eine kleine Lektion erteilen und die Gesellschaft an ihm rächen für die Langeweile, die sie während seiner himmlischen Phantasien erduldet hatte. Der Stadtrichter aber blickte mit sehr ernsthafter Miene vor sich hin, tat ein paar kräftige Züge aus seiner Meerschaumpfeife und sagte: »Diese Geschichte ist lügenhaft zu vertellen, aber wahr ist sie doch, denn wie könnte man sie sonst vertellen? Ich muss diese Einleitung zu der berühmten Geschichte von Zwingel auch der meinigen vorausschicken, weil man sich vielleicht wundern möchte, dergleichen von mir zu hören, da ich schon von Amts wegen verpflichtet bin, allen rätselhaften Vorgängen auf den Grund zu gehen und selbst dem Augenschein nicht zu trauen, wenn die Sache sonstigen allgemeingültigen Naturgesetzen zu widersprechen scheint. Diesmal aber konnte ich leider kein Zeugenverhör anstellen, denn der einzige Zeuge war ich selber. Was ich als solcher erlebte, war Folgendes. Sie müssen wissen, Herr Kandidat, dass ich in einem sehr kleinen Landstädtchen geboren bin, in welchem mein Vater Bürgermeister war. Meine Freunde sagen mir nach, ich geriete jedes Mal in eine lyrische Aufregung, wenn auf meinen Geburtsort die Rede komme. Ich leugne diese Schwäche nicht, teile sie aber mit all meinen Landsleuten und bin überzeugt, wer je Gelegenheit hatte, das unscheinbare Nest, das aber in der malerischsten Wald- und Hügellandschaft liegt, von Angesicht kennenzulernen, wird unserem hochgesteigerten Lokalpatriotismus wenigstens mildernde Ursache zu erkennen. Sind wir unter uns, so lassen wir unseren Gefährten den Zügel schießen und sehen mitleidig auf die nächstgelegenen größeren Städte herab. Dass einer aus unserer Mitte sich draußen im Reich auf die Länge wohlfühle, ohne wenigstens von Zeit zu Zeit einmal wieder nachzusehen, ob unsere Wälder noch so grün, unser Kirchturm noch so grau ist wie in seiner Jugendzeit, ist nicht denkbar. Auch heiratet selten ein Stadtkind eine Fremde, und wenn ich für meine Person eine Ausnahme gemacht habe. Aber das gehört nicht hierher. Mein eigener Vater hatte draußen ein Jahr lang Jura studiert, war dann aber durch die Erinnerung an eine Schülerliebe wieder nach Hause gelockt worden und, um früher einen eigenen Herd zu gründen, in das Geschäft eines Oheims eingetreten. Mit der Zeit hatte er sich emporgebracht und endlich, da er doch einen Anflug von Rechtsgelehrsamkeit hatte, die Bürgermeisterstelle erlangt. Der Stolz unseres Städtchens war das Landgericht. Sonst besaßen wir von öffentlichen Institutionen nur noch eine treffliche Feuerwehr, eine musterhafte Abendanstalt und die Bürgerschule, die ihre Zöglinge bis zur Tertia des Gymnasiums heranbildete. Es verstand sich von selbst, dass ich sie erst absolvieren sollte, um später mich anderswo für das Universitätsstudium vorzubereiten. Denn der Sohn meines Vaters sollte gleichfalls die juristische Laufbahn betreten, nur nicht wie dieser auf halbem Weg wieder umkehren. An diese spätere Zeit dachte ich mit stillem Grauen, weil sie mich von meiner lieben Heimat trennen würde. Desto begieriger genoss ich alle Freuden der Gegenwart, und da wir an der Schule von der jetzt so viel beschrienen Überbürdung noch nichts verspürten, hatte ich Muße genug, mit gleichgesinnten Schulkameraden in der Umgegend herumzustreifen, wo jeder Busch und Baum, jeder Bach- und Wiesenfleck uns bekannt war. Einer war unter uns, der Sohn einer Kaufmannswitwe, der an diesen wilden Knabenlustbarkeiten fast nie sich beteiligte. Er hieß Martin Röseler, wir nannten ihn aber Martin den Streber oder auch nur Streber schlechtweg. Den Spitznamen hatte er sich zugezogen, da er, wenn wir ihn von seinen Büchern und Heften weglocken wollten, sich damit zu entschuldigen pflegte, er habe keine Zeit zum Spielen, das Streben nach dem Höheren gehe vor. Das klingt nun sehr pedantisch für einen 12- oder 13-jährigen Schulbuben. Auch wurde er unbarmherzig damit aufgezogen und für einen Philister und Duckmäuser erklärt. Wer ihn aber genauer betrachtete, wie seine sinnigen Augen bei irgendeiner schönen Dichterstelle leuchteten oder der hübsch rote Mund sich zusammenpresste, wenn es galt, eine schwere Frage zu beantworten, was habe er eine harte Nuss zu knacken, dem musste er nicht als ein weibischer Stubenhocker erscheinen, sondern als ein nachdenklicher Träumer, in dem einmal ein geisteskräftiger Mann erwachen würde.
Mich hat er von früh an für sich gewonnen, und wir wurden die besten Freunde. Nur ihm hatte ich es zu danken, dass ich nicht ganz und gar verwilderte, sondern bei all meinem Leichtsinn auch in der Schule gut fortkam. Denn heimlich hatte ich einen ungeheuren Respekt vor ihm, wie er an den schwersten und heikelsten Rätseln herumgrübelte und schon lange vor der Konfirmation mit den Mysterien des Glaubens sich zu schaffen machte. Das Was stand ihm fest, über das Wie zerbrach er sich rastlos den Kopf. Am liebsten wäre er Theologe geworden, da er dachte, das Studium der Gottesgelehrtheit werde ihm all seine Zweifel lösen. Dazu aber reichten die Mittel seiner alten Mutter nicht aus. Alles, was sie für ihn tun konnte, war, ihn in ein Lehrerseminar zu schicken, wo eine Freistelle offen war. Und so trennten wir uns zu der gleichen Zeit von den unseren und der Heimat. Ich kam hierher aufs Gymnasium, eher in das nähergelegene L, wo er seinen mehrjährigen Kursus durchmachen sollte, um dann, hoffentlich, in seiner Vaterstadt eine bescheidene Anstellung zu finden. Bei ein paar Ferienbesuchen, die ich zu Hause machte, traf ich den guten Streber, da ihm zum Reisen die Mittel fehlten, nicht an. Unser Briefwechsel, der in der ersten Zeit ziemlich lebhaft und von seiner Seite ausführlich gewesen war, schlief durch meine Schuld nach und nach ein, und während meiner Universitätsjahre hörte ich nur dann und wann von ihm, da er auch nach der Rückkehr aus dem Seminar sein eingezogenes Leben fortsetzte und sich bei meinen Eltern nicht blicken ließ. Ich aber, sobald ich das erste Examen hinter mir hatte und nun nach Hause kam, um eine Weile als Praktikant an dem heimatlichen Landgericht zu arbeiten, ich hatte nichts Eiligeres zu tun, als den alten Schulfreund wieder aufzusuchen. Über die Beschämung, dass ich ihm so lange nicht geschrieben hatte, half mir sein herzlicher Empfang hinweg. Er begrüßte mich, als ob wir uns gestern erst getrennt hätten, und wirklich fand ich ihn auch ganz, wie er mir im Gedächtnis gestanden hatte, mit dem alten sinnigen Knabenblick und dem ernsten Zug um den Mund, äußerlich freilich herangereift, eine hübsche, schlanke Jünglingsfigur. Seit einem Jahre bekleidete er eine Hilfslehrerstelle an unserer Stadtschule, mit einem bettelhaften Gehalt, über das er sich aber nicht beklagte. Wir tauschten unsere Erlebnisse aus. Die seinen bestanden in nichts anderem als einem ansehnlichen Zuwachs feiner Kenntnisse und, setzte er mit einem verschämten Lächeln hinzu, in letzter Zeit habe ich eine Bekanntschaft gemacht, eine Bekanntschaft, von der ich eine neue Epoche in meinem Leben datiere. Ich war darauf gefasst, von einer rührend bescheidenen Liebschaft zu hören. Da ich aber nach dem Namen des Mädchens fragte, schüttelte er lachend den Kopf, denn er konnte auf seine Manier auch ganz lustig sein, und gestand mir, dass es sich nur um die Bekanntschaft mit Schopenhauers Werken handle. Dann aber wurde er gleich wieder ernst, ja fast traurig. »Siehst du«, sagte er, »es ist wirklich so etwas, wie du vermutet hast. Ein Zustand, wie er bei Liebenden stattfinden soll, die bald himmelhoch jauchzen, bald zu Tode betrübt sind. Du weißt ja, dass ich immer nach höherer Erkenntnis gestrebt habe. Aus dem Übernamen, den ihr mir deshalb gegeben, mache ich mir einen Ehrennamen, wie einstmals in Geusen. Nun dachte ich, als ich auf dieses Goldbergwerk tiefsinnige Gedanken stieß, das der merkwürdige Mann vor uns aufgedeckt hat, ich würde einmal reich werden und sorgenfrei leben können. Darin hatte ich mich sehr getäuscht. Wenn ich ihm eine Weile gefolgt bin und glaube, sicher in seinen Fußstapfen wandeln zu können, entschwindet er mir plötzlich, und ich weiß nicht aus noch ein. Ein Glück, dass auch er, wie unsere Kirche, eine Unsterblichkeit verheißt. Da werden wir doch das Weltgeheimnis mit helleren Augen anschauen. Hier unten freilich komme ich mir manchmal vor wie der große Kondor, den ich in einer Menagerie gesehen habe. Er steht da in seinem Käfig gewöhnlich mit halb erstaunten, halb traurigen Augen vor sich hin. Plötzlich hob und schwang er seine starken Fänge, als wolle er aus dem niederen Kerker hinaus in die höchsten Lüfte steigen. Er stieß aber nur mit dem Kopf an der hölzernen Decke und knickte wieder zusammen mit einem scharfen Wehlaut, der mir in die Seele schnitt. Nun, unser Käfig wird ja einmal geöffnet werden und dann, Excelsior. Ich war damals in Betreff der Fortdauer nach dem Tode sehr skeptisch geworden und hielt mit meinen Zweifeln nicht zurück. Da aber kam ich nicht gegen ihn auf. Er hatte diese Materie nach allen Richtungen gründlich studiert, demonstrierte mir die Leibniz'sche Lehre von der unteilbaren, unzerstörbaren Monade, die wir unsere Seele nennten, von der Verpflichtung der Gottheit, wenn wir uns auf Erden redlich fortentwickelt, nach diesem Leben uns einen Tummelplatz zu neuem Wirken und Lernen anzuweisen, was ja auch Goethe, der alte Heide, gegen Eckermann zuversichtlich ausgesprochen habe,
und auch die Fäden der Liebe, die Nieden abgerissen, müssten einmal wieder angeknüpft und in einem höheren Lichte fortgesponnen werden. Nun, sagte ich, mir soll's recht sein. Nur verlange nicht, dass ich mir eine feste Hoffnung darauf mache. Ich muss immer an jenen denken, der erklärte, er glaube nicht an Unsterblichkeit, denn wenn es hernach nichts damit wäre, würde er sich ärgern, so lange umsonst daran geglaubt zu haben. Er war so wenig pedant, dass er selbst über diesen alten Scherz zu lachen vermochte. Überhaupt rührte sich in ihm, da er jetzt 24 Jahre alt war, neben seinen geistigen Dichten und Trachten ein Trieb nach heiterem Lebensgenuss, den er nun freilich als ein armer Magister, der eine alte Mutter zu ernähren hatte, nicht befriedigen konnte. Neben seinem Schulamt gab er eine Menge Privatstunden, die aber auch nur kärglich honoriert wurden. Was er einnahm, brachte er der alten Frau. Sie war mit den Jahren geizig geworden und gönnte dem erwachsenen Sohn nur ein schmales Taschengeld. An den vielfachen Vergnügungen, die man im Städtchen veranstaltete, um die jungen Leute beiderlei Geschlechts zueinander zu bringen, nahm er nur selten teil, hielt sich auch dann in schüchterner Entfernung, da er nicht tanzte. Doch sah ich es an den großen, glänzenden Augen, mit denen er diese oder jene Ballschönheit verfolgte, dass sein Blut so jung und feurig pulsierte wie das der gedankenlosesten unserer Altersgenossen, denen das Streben nach höherer Erkenntnis nie eine schlaflose Stunde gekostet hatte. 3 Jahre blieb ich in seiner Nähe, 3 sehr erquickliche Jahre, in denen wir uns täglich sahen und ich noch miterlebte, wie auch eine andere Bekanntschaft als die des alten Frankfurter Philosophen in seinem Leben Epoche machte. Das junge Wesen, um das sich's dabei handelte, war freilich der gerade Widerpart jenes großen Denkers, ein reines Stück Natur, aber der alten Mutter in einer ihrer glücklichsten Stunden vom Schoß geglitten. Blutjung war das Mädel, als mein Freund sein zuerst ansichtigt wurde, nicht über 16, natürlich ein Nachbarskind, das über Nacht die Kinderschuhe vertreten hatte und zum ersten Mal an einer großen Landpartie der ganzen Stadtjugend teilnahm. Sehr geputzt war es eben nicht, die Eltern waren kleine Leute. Aber mit dem frisch gebügelten Sommerfähnchen, dem alten Strohhut mit blauem Bande und seinen wundervollen braunen Augen konnte sich's neben den stolzesten Honoratiorentöchtern sehen lassen. Freund Martin war zufällig von der Partie, da sie ohne große Kosten verlaufen sollte. Kaum erblickte er die junge Nachbarin, so war es um ihn geschehen, für diesen und alle folgenden Tage. Doch zu einer Annäherung kam es noch nicht. Nur am anderen Morgen gestand er mir, es sei ihm völlig klar geworden, dass dieses Tiltchen, wie sie gerufen wurde, die ihm vom Himmel bestimmte Lebensgefährtin sei. Ich staunte ein wenig, woher ihm diese überirdische Erleuchtung gekommen, zumal er noch kein Wort mit seiner Erkorenen gesprochen hatte. Er war aber in einem Zustand so seliger Trunkenheit, dass ich ihn mit meiner nüchternen Vernunft nicht behelligen mochte. Bald darauf musste ich ihn verlassen, mein Staatsexamen zu machen. Ich wurde dann gleich wieder hier, wo ich, wenn es um die Heimat nicht sein sollte, am liebsten blieb, am Stadtgericht beschäftigt, lernte meine künftige Frau kennen und bürgerte mich dadurch so fest ein, dass ich mehrere Jahre lang selbst zu flüchtigen Besuchen bei den Meinigen keine Zeit fand. Erst der Tod meines Vaters rief mich wieder nach Hause zurück. Ich war nicht in der Stimmung, mich mit vielen alten Freunden und Bekannten abzugeben. Nur meinen guten Streber besuchte ich. Ich fand einen ganz verwandelten Menschen. Zwischen ihm und seiner ersten Liebe war es richtig geworden. Martins alte Mutter inzwischen gestorben. Er konnte nun daran denken, einen eigenen Hausstand zu gründen, und schon über 6 Wochen sollte geheiratet werden. Die dringende Einladung dazu musste ich ablehnen. Ich sah aber das Brautpaar zusammen und gewann die Überzeugung, dass mein guter Martin gerade die gefunden hatte, die ihm geben würde, was ihm während seiner dürftigen Jugend gefehlt hatte. »Wie gefällt sie dir?« fragte er mich mit einem glückseligen Gesicht, das die Antwort vorwegnahm. »Nun«, sagte ich, »zu einer Streberin wirst du dein Fräulein schwerlich erziehen. Dafür wird sie dir zu gewissen anderen höheren Erkenntnissen verhelfen, die auch nicht zu verachten sind, und dir mit ihrer kleinen Hand die Stirne glätten, wenn die sich vor unfruchtbaren Spintisieren über das Weltgeheimnis in gar zu hässliche Falten legt.« Er lachte, zumal da ich ihm den Vers aus der Zauberflöte zitierte. Mann und Weib und Weib und Mann reichen an die Gottheit ran. »Dies Iritis Sicundeus ist mir zwar etwas zweifelhaft«, sagte er, »aber wenn ich auch nicht mit meinem Tiltchen philosophieren werde,
Neben ihr werde ich's doch wohl nicht lassen können, und sie wird mich so wenig darin stören, wie meinen großen Namensvetter, er meinte den Dr. Martinus, seine Käthe im Weiterforschen nach den Geheimnissen des Glaubens. Dann schrieb er mir noch ein paar Mal als junger Ehemann, und wieder kam unsere Korrespondenz, und da ich ein fauler Antworter bin, ins Stocken. Mein Amt nahm mich zu sehr in Anspruch und die Mußestunden meiner eigenen Familienfreuden. Von den Seinen erfuhr ich nur, dass ihm seine kleine Frau einen Knaben geboren hatte. Der glückstrahlende Brief, in welchem er mir dies meldete, und meine Gratulation waren die letzten Lebenszeichen, die wir austauschten. Und da ich sonst in meiner Vaterstadt keine Verwandten mehr hatte und mit anderen Korrespondenten nicht säuberlicher verfahren war als mit meinem alten Spezial, hörte ich von dem, was sich bei mir zu Hause zutrug, so gut wie nichts mehr. Denn in die Weltgeschichte griff das gute alte Nest nicht ein, und sein Name wurde in den Zeitungen nie genannt. Das ertrug ich trotz meines lebhaften Heimatgefühls etliche Jahre, 4 oder 5. Dann aber überfiel mich eines Tages die Nostalgie mit solcher Macht, dass ich mir mitten im Jahre, ohne die Gerichtsferien abzuwarten, eine Woche Urlaub nahm, um einmal wieder die Luft meiner Jugend zu atmen. Ich hatte mich nicht angemeldet und freute mich darauf, auch meinen guten Martin zu überraschen. Auf der letzten Station vor meinem Reiseziel verließ ich die Eisenbahn. Ich wollte die 2 kleinen Meilen, die mich noch von der geliebten Stätte, wo meine Wiege gestanden, trennten, in behaglichem Schlendern zurücklegen. Es war schönes Wanderwetter. Die Hitze des Tages verging in dem sanften Abendwind. Die Gegend, die ich so gut kannte, zeigte sich in all ihren Reizen unter der günstigsten Beleuchtung. Erst des Abendrots, dann des halben Mondes, über den leichte Streifwolken hinzogen. So übereilte ich mich gar nicht, rastete, je näher ich dem Städtchen kam, immer häufiger an dieser und jener Stelle, die mir lustige Erinnerungen weckte, verirrte mich sogar einige Male, da in den Ansiedlungen sich manches geändert hatte, und brauchte reichlich 4 Stunden zu einem Wege, den ich sonst in weniger als 2 zurückgelegt hatte. Als ich dann endlich aus dem letzten Wäldchen heraustrat und über Felder und Wiesen die Türme und Dächer des kleinen Ortes in die duftige Mondhelle hinaufragen sah, fühlte ich mich einigermaßen ermattet. Am Waldrande stand ein Bänkchen, mir wohlbekannt. Da ließ ich mich nieder, um einen Augenblick zu ruhen und das hübsche Bild wieder einmal in mich aufzunehmen. Es mag aber wohl nicht lange gedauert haben, da fielen mir die Augen zu und taten sich erst wieder auf, als ich vom Turm der Kirche die späte Stunde schlagen hörte. 10, 11 oder gar 12 Schläge. Ich hatte nicht genau folgen können. Jedenfalls war es hohe Zeit, das Nachtquartier aufzusuchen. Denn man pflegte auch in unserem ersten Gasthof früh zu Bett zu gehen. Wie ich mich nun aufrichte und meine Schritte beschleunige, sehe ich nicht weit vor mir auf dem Wiesenwege, der neben der Fahrstraße dem Tore zuläuft, eine dunkle Gestalt, die sich in derselben Richtung fortbewegt. Ein schlanker, schwarz gekleideter Mann, dessen lange Rockschöße zwischen den hohen Schafgarben und anderen Unkräutern wunderlich hin und her wehten, während der Kopf, der unbedeckt war, weit zurück im Nacken saß, als ob der Wanderer gespannt die Sterne observierte. Nicht 2 Minuten konnte ich im Zweifel bleiben, wen ich vor mir hatte, so sehr mich's wunderte, zu dieser nachtschlafenden Zeit ihn hier draußen anzutreffen. Zugleich überkam ich eine lebhafte Freude, wie schön der Zufall es gefügt hatte, dass ich dem alten Freund heute noch und in so traulicher Nachtstille wiedersehen sollte. »Martin«, rief ich, »bist du's wirklich? Was in aller Welt hat ein zärtlicher Gatte und Vater um Mitternacht hier draußen zu suchen?« Er war bei meinem ersten Worte stillgestanden und wandte sich nach mir um, als ob er seinen Ohren nicht traute. »Du bist's«, sagte er kaum hörbar. »Guten Abend, Wilhelm.« Seine Stimme klang fremd und war halb erloschen. Über sein Antlitz flog nur einen Augenblick ein leiser Schimmer, dann wurde es wieder düster und die Augen senkten sich zu Boden, als wäre es ihm peinlich, mir offen ins Gesicht zu sehen. Auch wunderte mich's, dass er mir nicht wie sonst, wenn wir uns längere Zeit nicht gesehen hatten, beide Hände entgegenstreckte. Das machte auch mich befangen. Statt ihn zu umarmen, trat ich nur nahe zu ihm hin und betrachtete ihn mit bekümmerter Teilnahme. »Wie siehst du denn aus, mein Alter?« sagte ich. »Es scheint dir seither nicht zum Besten gegangen zu sein, trotz deines häuslichen Glücks. Dein Gesicht ist schmal geworden, dein Näschen so dünn, dass man fast die Sterne hindurchschimmern sehen kann. Und nun läufst du ohne Hut in der Nachtluft herum und kannst dir unter dem starken Tau den schönsten Rheumatismus zuziehen.
Lass uns nur geschwind zur Stadt zurückgehen. Du erzählst mir im Gehen, wie das so mit dir gekommen ist.« Ich wollte ihn unterfassen, aber er wich mir mit einer ängstlichen, nicht gerade unhöflichen, aber sonderbar fremden Gebärde aus und wandelte mit seinen langen Schritten neben mir hin durch das Gras. »Du hast ganz recht gesehen«, sagte er, nachdem wir beide ein wenig verstummt waren. »Es geht mir auch nicht zum Besten, obwohl es eigentlich undankbar ist zu klagen. Sie haben es gewiss gut mit mir gemeint. Ich bin ja befördert worden.« »Befördert?« rief ich. »Aber davon höre ich ja das erste Wort. Bist du zum Rektor avanciert und hast dich in deiner neuen Stellung überarbeitet, dass du so heruntergekommen aussiehst?« Er schüttelte leise den Kopf, immer mit dem tiefsinnig wehmütigen Ausdruck. »Nein, Wilhelm«, sagte er, »so ist's nicht. Ich bin gar nicht mehr in unserer Schule. Sie haben wohl Rücksicht darauf genommen, dass ich mir immer an den Schranken meiner Erkenntnis die Stirne wundstieß und mir einen Gefallen zu tun gedacht, wenn sie mich in eine höhere Bildungsanstalt versetzten. Dort bin ich nun schon eine ganze Weile, habe nichts zu tun, als mich selbst in die Schule zu nehmen, und sonst könnte ich sorgenfrei leben, wenn nur nicht...« Er brach plötzlich ab und sah wieder zu den Sternen hinauf. Der Mond stand hinter einer grauen Wolke. »Ich verstehe kein Wort von dem, was du mir da erzählst, Martin«, sagte ich. »Was ist das für eine höhere Bildungsanstalt? Hat dir das Ministerium etwa ein paar Jahre Urlaub gegeben, um noch auf eine Universität zu gehen? Und was soll nun in Zukunft daraus werden?« »Wenn ich selbst das wüsste«, erwiderte er mit einem Seufzer. »Das ist es ja eben, dass niemand mir das sagen kann, und auch da nicht, wo ich mich jetzt befinde und wo man sonst so vieles weiß. Das Traurigste ist, dass ich eingesehen habe, mit dem guten Willen zu begreifen, was einem offenbart wird, sei es nicht getan. Das Ding an sich kann einem noch so dicht auf den Leib rücken, man hat nicht die Organe, es anzupacken und festzuhalten. Wie sollte man das auch können? Solange man sein bisschen Persönlichkeit behält, ist man ein begrenztes Wesen. Wenn ein solches in den Abgrund des Unbegrenzten, des Absoluten blickt, gehen ihm höchstens die Augen über, doch nicht auf, und am Ende kann es noch blind darüber werden, so dass es selbst für die niederen Erkenntnisse nicht mehr taugt. Das ist traurig.« Dann nach einer Pause: »Entsinnst du dich noch, Wilhelm, dass ich dir einmal von dem Kondor erzählt habe, der sich in seinem Käfig den Kopf von der Holzdecke blutig stieß, so oft er seine Flügel dehnen wollte? Ein solcher Gefangener ist noch besser daran als unsereins. Unser Käfig ist mit uns selber verwachsen. Auch wenn die Seele nicht mehr an der harten Schädeldecke des Gehirns sich Beulen stößt, sie selbst ist eingekerkert in ihrer Unteilbarkeit und Unzerstörbarkeit, aus der sie nicht herauskommt. So eine arme Strebermonade ist dann übler daran als genügsamere, die sich nichts Besseres wünschen, als sich die liebe Sonne wenigstens aufs Dach scheinen zu lassen, da Monaden bekanntlich keine Fenster haben.« Ich hatte ihm mit immer wachsendem Erstaunen zugehört. »Bist du nun auch dahinter gekommen, alter Freund«, rief ich, »dass die Bäume der Erkenntnis nicht in den Himmel wachsen? Nun, wenigstens wird es deiner lieben Frau und dem Buben zugute kommen, wenn du auf das Spekulieren hinfort verzichtest und deine Metaphysik denen überlassest, die mit je davon machen.« Er blieb stehen und senkte den Kopf mit einer tiefschmerzlichen Gebärde auf die Brust. »Meine Frau«, flüsterte er, und seine Stimme klang noch heiserer, »der bin ich ja getrennt.« »Wie?« rief ich. »Sie haben dir nicht erlaubt, die süße kleine Person in deine höhere Bildungsanstalt mitzunehmen? Etwa bloß, weil sie keine metaphysischen Anlagen hatte? Oder seid ihr gar...« Ich konnte den Satz nicht vollenden. Es schien mir zu ungeheuerlich, dass diese Ehe, die ich so recht im Himmel geschlossen glaubte, auf Erden nicht Bestand haben sollte. Dass die junge Frau am Ende gar etwas verschuldet haben könnte, was diesen liebevollsten aller Gatten genötigt hätte, von ihr zu gehen. »Ja«, fuhr er fort, »es ist wirklich so. Man hat uns geschieden. Warum es nötig war? Ich weiß es nicht. Keins von uns hat etwas verschuldet, was eine so grausame Maßregel in meinen Augen rechtfertigen könnte. Aber gegen solch höhere Ratschlüsse gibt es keine Appellation. Es ist noch anderen meiner jetzigen Kollegen nicht besser ergangen. Viele aber ertragen es leichter, weil sie vorher nicht so glücklich waren. Ich dagegen, du kennst mich ja und du kennst auch sie. Nein, das doch nicht. Ich selber habe erst in der Ehe erfahren, was für einen Schatz ich an ihr besaß. Und mein Junge, mein prächtiger kleiner Junge,
Oh, es ist bitter, und darüber würden auch ganz andere geistige Freuden und ungeahnte Erleuchtungen nicht hinweghelfen. 3 Jahre habe ich sie besessen, gerade lange genug, um zu erkennen, wie recht du hattest, mich an den Vers zu erinnern. Mann und Weib und Weib und Mann. Wenn eine irdische Monade überhaupt so vermessen sein kann, von Gottähnlichkeit zu reden. Hier ist sie oder nirgends, und es wird ihr auch gar nicht bange davor. Was darüber ist, ist von übel, wenn es nicht überhaupt der wahre Unsinn ist. Ich konnte, da ich ihn mit fast wilder Desperation dies und noch anderes in demselben Tone vor sich hinreden hörte, lange keine Worte finden, ihm ein schmerzliches Mitgefühl auszusprechen. Auch grübelte ich ratlos über den Sinn mancher seiner Äußerungen und war doch zu diskret, ihn geradezu zu befragen, da ich einen trübseligen Eheroman hinter der abgerissenen Beichte witterte. Endlich, als er erschöpft verstummte, kam ich mit der Frage heraus, was ihn denn bewogen habe, diese Gegend wieder aufzusuchen, wo er so Trauriges erlebt. Und da nickte er mit dem Kopf und hauchte, »Du hast sehr recht, es ist doch eine Torheit, aber es ist stärker als ich. Das Gescheiteste wäre, mich in das Unabänderliche zu ergeben. Mein Gott, man hat ja auch in meiner jetzigen Lage noch manche Freunde und stille Genugtuung, wenn wieder ein dunkler Punkt sich lichtet und eifriges Streben eine kleine Strecke wieder hinaufführt. Die meisten meiner Kollegen sind auch ganz zufrieden damit, und einige dünken sich Wunder, wie groß, wenn sie den Schleier, der das Weltgeheimnis deckt, wieder um einen halben Zoll gelüftet haben. Die haben eben nicht so viel zu Hause zurückgelassen wie ich. Und so kann ich mir nicht helfen. Obwohl ich weiß, dass ich mir den Stachel nur tiefer ins Herz drücke, wenn ich wieder einmal das Verlorene mit Augen sehe, es reißt mich wie mit Stricken zurück. Ich frage gar nicht danach, was die Oberen dazu für Augen machen mögen, wenn ich ohne Urlaub fortrenne. Aber her muss ich, und sollte ich hernach zur Strafe in ein dunkles Loch gesperrt werden, wo ich Tage und Wochen lang vom Licht getrennt hungern und dursten müsste nach dem Brot der Wahrheit und dem Quell der Erkenntnis. Indem er dies sagte, schlug er einen Seitenpfad ein, der vom Stadttor ablenkte und auf ein schattiges Wäldchen zuführte. Dieses zog sich eine kleine Anhöhe hinan und war im Sommer ein beliebter Tummelplatz besserer Familien. Denn in dem Försterhaus dort, das zwar keine eigentliche Gastwirtschaft ausübte, wurden Getränke verabreicht, an denen man im Schatten hoher Eichen und Linden sich erfrischen konnte. »Wohin führst du mich?« fragte ich höchlich erstaunt. Er gab aber keine Antwort, sondern wandelte mit immer hastigeren Sprüngen mir voran. Der Mond war aus den Streifenwolken herausgetreten und warf seine Strahlen so kräftig durch die Baumwipfel, dass, wo sie hinfielen, jeder Kiesel und Grashalm deutlich zu erkennen war. Die Vorderseite des Hauses lag im Schatten. Der verstummte Freund aber eilte daran vorbei und machte erst an dem niederen Zaun Halt, der das Blumengärtchen an der Rückseite des Hauses von dem freien Waldrevier abgrenzte. 2 große Hunde hatten dort geschlafen und fuhren mit wütendem Gebell gegen die Latten des Zauns, als sie uns kommen hörten. Sie machten Anstalten, hinüberzusetzen und uns anzufallen. Martin aber trat dicht an sie heran und bewegte wie grüßend die rechte Hand gegen sie. Da wurden sie plötzlich kleinlaut. Ich sah, wie ihr Fell sich sträubte und beide mit eingezogenem Schweif zitternd und winselnd nach dem Hause zurückkrochen. Da blieben sie zusammengeduckt liegen, auch als wir durch die nur angelehnte Gittertür eintraten. Hier unter den Blumenbeeten war es taghell. Martin aber hielt sich nicht dabei auf, etwa aus Rosen, Levkojen und Reseda ein Sträußchen zu pflücken zur Erinnerung. Er schritt geradewegs auf ein Fenster zu, dessen Flügel hinter den Gitterstäben halb offen standen, die Nachtkühle hereinzulassen. Ein dünner weißer Vorhang, der in der Mitte auseinanderging, ließ einen Teil des Zimmers überschauen. Mein Freund aber stellte sich so dicht davor, dass ich nur über seine Schulter hineinblicken konnte. Da sah ich in dem weißen Viereck, das der Mond ins Innere strahlte, das Fußende eines Bettes, daneben eine Wiege. Das Kind, das darin lag, mochte von den Bellen der Hunde aufgeschreckt worden sein. Es focht mit den Ärmchen um sich her und fing an zu weinen. Sofort erhob sich in dem Bette neben ihm eine junge weibliche Gestalt, setzte sich aufrecht in die Kissen und langte sich das Würmchen herüber. Dann öffnete sie ihr Nachtjäckchen und legte das Kind an die volle Brust, über die der Mond hinspielte, während das Gesicht im Schatten blieb. Und das Kind ließ aber, nachdem es ein Weilchen getrunken, den kleinen Kopf zurücksinken und setzte sein Schreien fort. Da schwang sich die Mutter mit ihm vom Lager herab und trug es nun mit halblautem Simsang das Zimmer auf und ab, bis es sich beruhigte. Nun trat auch ihr Gesicht zuweilen aus dem Schatten hervor.
gar lieblich mit den halb verschlafenen, halb zärtlichen Augen unter dem weißen Nachthäubchen, während die bloßen Füße sachte über die blanken Dielen schritten. »Ja, Gott«, sagte ich unwillkürlich vor mich hin, »das ist ja...« Über die Gestalt meines Freundes vor mir lief es wie ein zuckender Schmerz. Er trat plötzlich zurück, da die Frau sich dem Fenster näherte, um es zu schließen. »Jawohl«, flüsterte er, »das ist sie, meine Tilde, nicht mehr meine. Ist sie nicht noch schöner geworden? Und sieht sie aus, als ob sie nicht glücklich wäre, als ob ihr irgendetwas fehle? Ich zum Beispiel? Das soll einem nicht das Herz abdrücken?« Das junge Weib hatte das schlafende Kind in die Wiege gelegt und war selbst wieder unter die Decke geschlüpft. Es war mir rätselhaft, wie sie hier in das Forsthaus kam. Vielleicht zur Sommerfrische? Und der Säugling? »Ich wusste nicht, dass du noch ein Kind hattest«, sagte ich, nur um das peinliche Schweigen zu brechen. »Es ist ihr Kind«, antwortete er mit dumpfer Stimme. »Ihres und seins. Hast du nicht da hinten neben ihrem Bett noch ein zweites gesehen? Darin schläft ihr jetziger Mann, der Förster, unser Schulkamerad Wenzel. Nur ein Jahr, nachdem wir getrennt wurden, hat sie ihn geheiratet. Kann ich es ihr verdenken, dass sie wieder versorgt sein wollte, dass sie von mir nichts behielt als meine armselige Bibliothek und das bisschen Hausrat und dazu meinen Buben? Und doch hat mir es wehgetan. Ich hatte sie mehr geliebt, als ich sagen kann.« Er wandte sich ab. Ein seltsames Stöhnen erschütterte seine Brust. »Erkläre mir nur«, sagte ich, »warum hat sie den Knaben behalten, wenn du nicht schuld an der Scheidung warst?« Er antwortete nicht und wandte sich wieder der Gittertür zu. »Lass uns fort«, sagte er. »Es tut mir nicht gut. Ich wusste es wohl, aber wie gesagt, es zog mich mit Gewalt.« »Wenn der Junge aber heranwächst«, fuhr ich fort, »da mich diese Ungerechtigkeit gegen den guten Menschen empörte, dann wird man ihn dir doch nicht vorenthalten. Du wirst ihn wiedersehen und seine geistige Erziehung nicht dem Stiefvater überlassen.« Er trat über die Schwelle des Gartenpförtchens, blieb aber stehen und wandte sich mit der Gebärde der Angst nach dem Hause um. »Wiedersehen«, rief er mit einem qualvollen Ton, der mühsam von seinen fahlen Lippen brach. »Das ist es ja gerade, wovor mir graut. Meinen Jungen wiedersehen, wenn wir beide einander fremd geworden sind. Er seinen Vater wie eine neue Bekanntschaft betrachten muss. Vielleicht der andere neben ihm, der mir sein Sohnesherz entwendet hat, und vollends sie, die indessen einem anderen Kinder geschenkt und unser erstes Glück vergessen hat, wie einen Morgentraum. Davor bewahre mich eine gütige Vorsehung, wenn es eine gibt. Hätte ich einen Mord auf dem Gewissen, ein solches Wiedersehen wäre doch eine zu harte Strafe dafür. Nein, versinken, vergessen bis auf den letzten blassen Schatten der Erinnerung und müssten in den schweren Abgrund auch alle die hohen und herrlichen Erleuchtungen mit hinuntertauchen, nach denen ich, der blöde Narr, der ich war, mich zeitlebens gesehnt habe. Ich war tief erschüttert durch diesen Ausbruch einer fassungslosen Qual. »Armer Freund«, stammelte ich, »dir ist grausam mitgespielt worden. Aber das Unrecht, das man dir angetan hat, ist gewiss zu einem Teil wenigstens wieder gut zu machen. Wenn dir auch die Frau jetzt verloren ist, den Knaben wenigstens muss man dir lassen. Ich selbst will bei dem Gericht, das in dir abgesprochen, für dich appellieren. Sage mir nur...« Er schüttelte mit einem bitteren Auflachen den Kopf. In diesem Augenblick trat eine Wolke vor den Mond, die ihn völlig verhüllte, so dass wir unter den dichten Bäumen in schwarzer Finsternis standen. Als der Himmel sich wieder lichtete und ich mich umsah, wo der Freund geblieben, war er nicht mehr an meiner Seite. Ich rief seinen Namen. Ich suchte ihn, in hellem Ärger, dass er mich ohne Abschied verlassen, hinter allen Büschen und Bäumen. Er blieb verschwunden. Unmutig trat ich endlich aus dem Wäldchen heraus und schlug den Weg nach der Stadt wieder ein. Vom Kirchturm drang ein einzelner dumpfer Schlag zu mir herüber. Wahrhaftig, es war 1 Uhr nach Mitternacht. Keine Menschenseele weit und breit, auch in den Gassen, die ich nun betrat, nur der leichenhaft blasse Mondschein auf allen Dächern und Mauern. Ich hatte lange am Tor des Gasthofes zu schellen, bis mir ein schlaftrunkener Hausknecht öffnete. Zum Glück erkannte er mich, und ich gelangte ohne Schwierigkeiten in ein leeres Zimmer, das über Tag nicht gelüftet worden war, so dass ich vor dumpfer Schwüle und fieberhafter Aufregung lange nicht zum Schlafen kam. Als ich spät am anderen Morgen im Gastzimmer unten frühstückte und mein alter Gönner, der Wirt, sich zu mir setzte, mich zu unterhalten, kam gleich die Rede darauf, wie die Zeit vergehe und manchen mitnehme, dass ich dessen nicht versehe. Von all meinen alten Kameraden, sagte ich, die ich nicht wiederfinden soll, ist mir's am meisten leid um den guten Martin Röseler.
Wie ist das denn zugegangen, dass er von seiner Frau geschieden worden ist und die Stelle an einer höheren Schule bekommen hat? Der Mann sah mich mit großen Augen an. »An einer höheren Schule«, sagte er. »Nun, gewissermaßen, freilich. Sie drücken sich sehr eigentümlich aus, Herr Stadtgerichtsassessor. Übrigens hat es all seine Bekannten gewundert. Er war immer gesund gewesen, wenn auch von zarter Konstitution. Vielleicht aber das nächtliche Studieren. Der Herr Oberlehrer hatte so viel Streben. Kurz und gut, er bekam es auf der Brust, hustet und wollte sich nicht schonen. Und nicht 3 Monate, nachdem er sich gelegt hatte, mussten wir ihn begraben.« Ich erschrak heftig über diese Mitteilung und hatte Mühe, meine Bewegung zu verbergen. Mein guter Martin nicht mehr unter den Lebenden und doch in der vergangenen Nacht? Es war mir wohl manches bei der Begegnung mit ihm befremdlich, ja, unheimlich gewesen, aber auch sein plötzliches Verschwinden hatte mich noch nicht aufgeklärt. Nun blieb mir kein Zweifel. Eine Offenbarung aus einer anderen Welt war mir zuteil geworden, an die ich nur mit leisem Grauen zurückdenken konnte. Er soll sehr früh gestorben sein, fuhr der Wirt fort, dass ich meine Verstörung mit der Trauer um den alten Freund erklärte. Mein Gott, er hatte ja auch das schönste Leben. Die Frau war gut zu ihm und er immer noch so verliebt wie ein Bräutigam. Das hat auch vielleicht zu allem anderen. Und seinen kleinen Jungen vergötterte er förmlich. Sowas lässt einer nicht gern im Stich. Na, die Frau hat sich ja wieder verheiratet. Sie hat nicht zu klagen. Und ihren ersten Mann hat ihr Zweiter einen schönen Grabstein machen lassen. Die Inschrift hat der Herr Oberlehrer noch selbst bestimmt in seiner Krankheit. Bloß den Namen, das Geburts- und Todesjahr und darunter ein lateinisches Wort. Excelsior, ergänzte ich und dachte in meinem stillen Herzen, armer Freund Streber. Wenn es wahr ist, was du mir heute Nacht vertraut hast, so ist dein letzter Wunsch, der auch dein Lebenswunsch war, nur mangelhaft in Erfüllung gegangen. Keiner von den Zuhörern gab einen Laut von sich, als der Stadtrichter seine Erzählung geendet hatte. Erst nach einer ganzen Weile hörte man den Kandidaten sich räuspern, wie wenn er sich zu einer längeren Rede anschicken wollte. Da stand aber der Stadtpfarrer auf und sagte, »Die Herren müssen mich heute entschuldigen. Ich habe noch in einer amtlichen Angelegenheit einen Bericht fertig zu machen und morgen ist Samstag, wo ich auf die Predigt studieren muss. Lassen Sie sich nicht stören und Ihnen, werter Freund«, wandte er sich an den Stadtrichter, sage ich besten Dank für die merkwürdige Geschichte, die Sie uns erzählt haben, indem ich mir vorbehalte, die Gedanken, die mir dabei gekommen sind, ein andermal unter 4 Augen gegen Sie auszusprechen. Bleibst du noch hier, lieber Neffe, oder willst du mich nach Hause begleiten? Den Hausschlüssel könnte ich dir durch das Mädchen schicken.« Der junge Mann erhob sich mit seiner unerschütterlichen Gelassenheit. »Ich will doch lieber mit dir gehen, Onkel«, sagte er. »Auch ich habe mir mancherlei Gedanken gemacht, die aber, wie ich glaube, in diesem Kreise wenig Anklang finden würden. So wünsche ich allerseits eine gute Nacht.« Als Onkel und Neffe das Gastzimmer verlassen hatten, zwinkerte der Apotheker dem Stadtrichter zu und sagte, in sich hineinlachend, »Der hochwertige junge Herr fände wohl auch ohne die Begleitung eines Herrn Onkels heute Nacht den Weg nach Hause. Dem habt ihr gehörig heimgeleuchtet, Gevatter.«